Mein Name ist Erika Reifert. Wir befinden uns hier auf der Burganlage in Walter-Niemburg. Walter-Niemburg wurde erstmals 973 erwähnt. Ich bin verantwortlich, in ehrenamtlicher Tätigkeit mich um die Burganlage zu kümmern, dass es sauber ist und die Besucher ein angenehmes Umfeld vorfinden. Im Burgturm befindet sich eine Ausstellung, welche sich besonders für Schülergruppen anbietet und unter dem Thema Früher und Heute. Seit 2010 befindet sich auf der Burganlage eine Markt- und Festscheune, welche durch den Heimatverein für alle Veranstaltungen im Jahr genutzt wird. Zahlreiche Vermietungen finden statt für Hochzeiten, Jubiläen und andere Feierlichkeiten. Die Burganlage wird sehr durch die Radfahrer des Elbe-Radweges besucht. In den letzten Monaten hatten wir über 2000 Besucher, in den vergangenen Jahren über 10.000. Die Region bietet den Besuchern eine wunderschöne Umgebung durch die Elbaue. Der Elbe-Radweg praktisch führt direkt durch Walter-Niemburg und die Besucher sind sehr erstaunt, sowas in so einem kleinen Dorf zu finden.